Noch ein altes Thema heute, das ich schon länger machen wollte, die Open Source Economy. Angelehnt an die Soziallehre der Kirche jetzt, wollte ich immer schon einmal darüber nachdenken, wie Kapitalismus, Kommunismus, das war immer so dieses Ding in der Soziallehre, das hat schon bei Rerum Novarum angefangen, da hat man sich Gedanken darüber gemacht, welches System kann man da brauchen. Eigentlich keines von beiden. Kommunismus ist 1989 nicht untergegangen, aber mindestens das politische System fragwürdig geworden und der Kapitalismus hat uns 2008 die Finanzkrise beschert, die so größer nicht sein könnte. Nur weil Maynard Keynes in der Politik jetzt etwas mehr gehört worden ist, haben die Staaten interveniert und damit einen dritten Weltkrieg bis jetzt verhindern können. 1930, wie wir wissen, war es genauso, da hat die Finanzkrise dann zum Zweiten Weltkrieg geführt und auch dann immer die entsprechenden politischen Demagogen dazu, die waren damals gerade rum. Die würden sich heute sicher auch finden, nur heute haben die Staaten interveniert und die ganzen Schulden abgefangen. Aber das ist keine Lösung. So kann man nicht. Ja. Jede Finanzkrise wird teurer als die letzte, was soll man machen? Google und Samsung geben sich, glaube ich, schon die Hand mit Milliardenbeträgen, nein, Millionenbeträgen, also bei Rechtsstreitigkeiten über die Patentrechte von ihren Handys. Das ist ein schönes Bild, wo man das heute sehen kann, worum es mir jetzt eigentlich geht, Patentstreitigkeiten. Viele unserer Wirtschaftskapitalbonzen leben davon, dass sie ihre Patente verkaufen, die dann in Materie umsetzen und das ist dann natürlich schon was, was man in der Hand haben kann. Aber das Material selber ist nicht so teuer. Ja. Wenn wir von diesem Patentrecht weggehen würden und das aber dann das Ergebnis verkaufen könnten, wäre das so ein Mittelding zwischen Kommunismus und Kapitalismus, eine Open Source Economy. Jetzt habe ich diese Idee nicht erfunden, sondern die gibt es schon länger. Wir wissen, dass das Linux in der Softwarewelt schon lang macht. Marcin Jakubowski hat 2012, gibt es einen TED-Talk dazu, eine Plattform eröffnet, die Global Village Construction Set hat er gemacht und da gibt es 50 Maschinen, die man sich da anschauen kann, die kann man nachbauen, finde ich sehr zu empfehlen, ich gebe da den Link unten rein. Und es gibt in Berlin so, glaube ich, 26 Studenten, die das ebenfalls machen, das ist die Open Source Economy Germany, gebe ich auch einen Link unten rein. Das sind alles so Sachen, wo ich sagen muss, das ist eine Idee, die man tragen kann. Also ich bin ja nur der Philosoph, der dazu denken möchte und der selber eigentlich, ich bin ja so der Bastler und jetzt Maschinen erfinden, ist das auch nicht so meins. Aber versteht es vielleicht als Aufruf, ich unterstütze hier gern die Open Source Economy, also die German Variante, ich finde, die ist offen. Das Global Village Construction Set ist nicht nur amerikanisch, sondern einfach auf diese 50 Maschinen beschränkt. Also wer keine eigenen Ideen hat, kann gern dort mitmachen. Und wer eigene Ideen hat, geht doch bitte schön zur Berliner Variante, Open Source Economy Germany. Da werden immer wieder Architekten und Studenten und andere Leute gesucht, die ihre Ideen zunächst einmal patentfrei hergeben. Der Vorteil des Erfinders ist, er profitiert von den Ideen, die andere hinzugeben. Denn wenn einmal eine Idee da ist, bauen andere daran weiter. Ja? Die Idee derer, die daran weiterbauen, ist, sie haben eine Grundlage, auf der sie aufbauen können. Es gibt welche, die können besser entwickeln und es gibt welche, die können besser weiterentwickeln. Ja. Die Zusammenarbeit geht durch das Internet extrem schnell. Ja. Alle, die hier das sehen, sind im Internet. Ja, und jetzt braucht es nur denken, dass man hier nicht nur Musik und was weiß ich, alles Mögliche inzwischen finden kann. Unsere ganze reale Welt ist inzwischen abgebildet im Internet. Ja. Die digitale Welt ist inzwischen so groß wie die reale. Du findest alles hier. Der Schmäh ist nur, dass wenn wir das Internet auch dazu nützen, Ideen zu verbreiten und diese Ideen vom Patentamt fernhalten, dass wir damit auch die Grundlage für eine Wirtschaft schaffen, die wir noch nie gehabt haben. Ja? Die Entwicklung geht schneller, die Endprodukte sind billiger, ja? Und es gibt keine riesigen Rechtsstreitigkeiten von Millionenbeträgen. Ja? Und das kann sich dann auch leichter mal irgendwer leisten. Du kannst damit die soziale Marktwirtschaft leichter fördern, weil es eben billiger ist. Ja, es ist eine ganz andere Grundlage. Die Schere zwischen Arm und Reich wird geringer. Es
gibt in Ecuador bereits eine Firma, die den Traktor serienmäßig produziert, diese Ziegelpresse, das ist jetzt alles aus diesem Global Village Construction Set, ist weltweit bereits ziemlich populär. Und es gibt immer mehr Leute, die das machen. Ja. Und ich möchte auch mich dieser Bewegung, die das inzwischen schon ist, Gott sei Dank, nach 3 Jahren ist das schon eine Bewegung. 2012 hat dieser Marco Bob, habe ich diesen TED Talk gefunden und das sind jetzt 3 Jahre und inzwischen ist das weltweit. Ja. Ich muss sagen, es ist beeindruckend, mein Respekt für alle, die da bereits mitmachen und mein Aufruf an alle, die das noch nicht machen. Wenn ihr Studienarbeiten habt, die irgendwelche Baupläne beinhalten, irgendwelche technischen Sachen, stellt sie zur Verfügung. Das ist das Beste, was ihr der Menschheit geben könnt. Ihr könnt selber später, wenn ihr im Studium fertig seid, davon profitieren, dass das inzwischen wahrscheinlich weiterentwickelt ist und damit dann vielleicht eure eigene Firma gründen mit euren und fremden Ideen. Das ist auch ein neues Studienmodell. Bis jetzt wird es von den Unis, soweit ich weiß, noch nicht so groß gefördert. Kaum Wirtschaftler, die ich kenne, die das überhaupt kennen. Ganz wenige Techniker und Mechatroniker. Eine Mechatronikerin habe ich gefunden, die wenigstens wusste, was eine Open Source Economy ist. Also meistens kommen die von Linux her. Die Linux-Typen wissen das schon mindestens von der Software her. Und wie gesagt, es gibt Gott sei Dank auch schon Aktivisten, die tatsächlich was machen. Ich freue mich, dass es das gibt und ich denke, dass wir hier auch kirchlich, wie ich immer bin, in der Soziallehre noch nicht wirklich darauf reagiert haben. Auch hier wieder mal ein Aufruf an meine kirchlichen Leute, wobei das müsste eher der Papst machen. Da können wir nicht. Ja, wenn jemand den Papst kennt, sagt es ihm doch mal. Ne? Er soll doch bitte mal Enzyklika über die Open Source Economy schreiben. Das wäre angebracht. Ich habe das letztens gedacht, wir haben jetzt einen Papst Franziskus im Moment, der so die Armut predigt. Das wäre eine Wirtschaft, die die Armen fördert, die weltweit sich schneller verbreiten kann als alles andere. Wie immer wäre es sinnvoll, wenn die Kirche das unterstützt, denn wenn die Kirche was unterstützt, dann ist es meistens keine neue Idee, sondern die Idee, die sich dann da drinnen findet, ist meistens sehr viel schneller, sehr viel größer. Das ist der Vorteil, wenn Kirchen was unterstützen. Es geht so oder so, manche Ideen haben sich auch gut gegen die Kirche unterstützt. In diesem Fall glaube ich, bei der Open Source Economy wäre die Basis gegeben zu sagen, das ist kompatibel. Da muss man nicht gegenarbeiten, da kann man zusammenarbeiten. Und da wäre dieser Lawineneffekt, der sich ja schon bei der Soziallehre gegeben hat, bei EU arbeitet, glaube ich, auf dem, wie heißt das schon wieder, Subsidiaritätsprinzip. Ich glaube, es ist Quadragesimo Anno, wo man das finden kann. Und dass gerechter Lohn die Basis einer gerechten Gesellschaft ist, wie das Johannes Paul II. In Centesimus Annus gesagt hat, oder wie das auch aufbaut auf Laborem Exercem, wenn ich jetzt nicht ganz daneben bin. Das sind eigentlich schon alte Geschichten. Und ich glaube, das Erfolgreichste war bis jetzt das Subsidiaritätsprinzip. Es stellt sich vor, wenn die Kirche auf die Open Source Economy einsteigt, was das für eine Unterstützung ist, das könnte eine Lawine auslösen, das könnte eine Wirtschaftsrevolution sein, die meines Erachtens sinnvoll wäre und notwendig. Die nächste Finanzkrise kommt bestimmt. Wir brauchen Alternativen. Besser heute als morgen. Am liebsten gestern schon. Wir sind eigentlich im Verzug, denke ich mal. Deshalb unterstützt die Open Source Economy und wenn jemand einen Papst treffen sollte, kleine Bemerkung, würde nicht schaden. Die nächste Sozialenzyklika hätte ich gern zu dem Thema. Ja, weil nur Caritas alleine nutzt nichts. Man braucht was zum Essen, man braucht Maschinen, man braucht heute gewisse Techniken. Und im Moment machen das noch Facebook, die jetzt WLAN per Ballon verbreiten und Google mit ihren Experimenten. Und ich denke, mit der Open Source Economy hat die Kirche etwas, wo sie einsteigen kann. Wir müssen nicht Facebook oder Google unterstützen, die machen ihr Ding. Die arbeiten vielleicht gegen die Kirchen, möglich, das gibt es auch immer wieder. Das ist auch nicht immer schlecht. Manchmal sogar sehr gut und notwendig. Mache ich ja selber auch manchmal. Die Open Source Economy ist etwas, wo wir das nicht müssen. Wo wir das umdrehen können und wo die Kirche einsteigen kann. Darum nicht nur an alle Studenten und Techniker und Bauingenieure, sondern auch an die kirchlichen Leute. Hier ist Zusammenarbeit möglich und gefragt und dringend. Bitte vor der nächsten Finanzkrise, vor dem dritten Weltkrieg oder dem vierten, hätte ich das gern. Wenn das wirklich eine Lawine wird, dann könnten wir damit was erreichen. Ich weiß, dass die deutsche Wirtschaft, ich war beim evangelischen Kirchentag in Stuttgart, wo die Wirtschaftler sich getroffen haben. Ne? Wollte ich nicht dort ein. War nicht möglich. Ne? Die Industrievertreter wissen es. Es gibt ja manche, die wollen, dass wir das alles offenlegen.
die Anwesenden, unter anderem auch Kanzlerin Merkel, war anwesend, nicht darauf reagiert. Ja? Entweder will es die Politik nicht oder kennt es gar nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich hatte keine Möglichkeit, mich einzubringen. Also ich habe zwar Fragen geschrieben und gestellt, aber ist nicht vorgelesen worden. Ich glaube, das ist zu kompliziert. Ja. Auf diesem Weg möchte ich versuchen, das vielleicht unter die Leute zu bringen. Es geht wirklich nur, wenn der Papst einen Brief schreibt. Eine Sozialenzykliker zum Thema Open Source kommen. Im Vergleich. Aufbauend. Das geht in die ganze Tradition hinein. Das ist kein Problem, man muss es nur machen. Ja. Gottes Segen, vielleicht wird es ja was.